Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Das letzte Mal war ein bisschen chaotisch, aber neuer Tag, neues Glück. Und ich würde mal sagen, fangen wir mal an. Jo, einer von euch reicht mir. Kommt schon. Komm, komm, komm. So, das wäre der erste gewesen. Der zweite soll mich ruhig auch gerade ein bisschen sehen. So. Damit der auch hier reinläuft und ich ihn nur noch so auseinandernehmen kann. Dann verstecken wir uns hier noch kurz, bis er durch ist. Und übernehmen den. Tut mir leid, ich habe da ein bisschen einen Perfektionismus-Take an Land. Da muss ich einfach alles 100% haben. Einfach nein. Jetzt müssen die mich nicht schon wieder sehen. Und wie kriege ich jetzt die vom Platz? Ich brauche immer nur einen. Ja, genau. Komm, komm. Komm im Alleingang. Dann kann ich dich auseinandernehmen. So. Und dann auf mit Gebrüll. So muss das gemacht werden, eindeutig. Es gefällt mir noch nicht, dass alles in einem roten Gebiet ist. Nein. Julian Ducasse aufspüren. Nö. Nicht euer Ernst. Zuerst mal hier. Alto! Quiero hablar contigo. Nö, 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 nö. Nö. Detente! No escaparás fácilmente. Vuelve ahora mismo. Sucht einfach weiter, sucht weiter. Oh, ja, ja, was für ein lucky Glück. Was für ein luckiges Glück. So, jetzt kannst du noch kommen. Hi. Hi. Ghetto. Tut mir leid, du bist down. Da hat es einen Aussichtspunkt. Falls es geht, nehme ich den auch. Alto. So, komm. Dich beerde ich auch noch. Siehste? Ich hoffe, ich mache da gerade nichts Falsches. Weil es geht wirklich nicht mehr lange. So. Was? Bis wir eigentlich oben sind. Nö. Sorry. Ich wollte eigentlich nur den Aussichtspunkt snacken, aber okay. Wenn das Spiel meint, nope, du darfst nicht, dann mache ich eben halt bei der Mission weiter. Wie viele hat es hier? Tschüss.
Hat mich nicht gefreut, da ich nicht so machen darf, wie ich will. Dann freut es mich gar nicht. Ach so, der steht dort drüben. Die stehen dort. Ja, ja, komm, komm runter, komm runter. Habe genügend Zeit. Gute Nacht. Ich habe sogar noch genügend Zeit, sowas hier zu machen. Und Holz. Noch ein bisschen. Ja, weißt du was? Ich schwimme einfach neben euch vorbei. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Julien Ducasse abspüren. Ja, ja. Ist da, muss ich den mit einem speziellen Luftattentat aus... Ja, genau. Ich wusste doch, da war noch was. Aber unentdeckt bleiben habe ich jetzt wenigstens geschafft. Dann könnte ich doch eigentlich das hier machen. Sobald sie mich nicht mehr sehen. Hallo? Yeah, hinter der Flagge der Spanier. Ich infiltriere ja Spanier nicht gerne, da ich eigentlich das Land und so liebe, aber yo, ist auch mal was Neues. Nö, nö. Ihr seht mich nicht. Wir lichten Anker vor Sonnenaufgang. Wie komme ich jetzt rüber? Yo. So, und Luftattentat! Erinnerst du dich noch an dein Geschenk? Es macht sich wirklich gut. Fieste Fütter! Kühn wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Doch ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst. Ich bedauere dich, Bukani. Nach allem, was du sagst, nach allem, was du über den Orden weißt, lebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der unteren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde abgeschafft. Eine freie und offene Welt. Ohne Parasiten wie dich. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Die Burg gehört uns! Yo, das ist unsere geile Bucht. Yay! Also an dieser Mission habe ich auch früher schon, also wie im letzten Part, ziemlich oft gehangen, weil ich einfach nicht unentdeckt dort durchkam. Aber dass es jetzt eigentlich so spielen leicht war, yay, echt cool. Dann geht's weiter. Geht's jetzt wieder raus? Ein Piratenleben für mich. Yay! Hey! Ich sah gerade, dass Sie sich abmelden, also wollte ich Ihnen was geben. Ein Begrüßungsgeschenk. Wir verleihen Preise an Angestellte, die gute Arbeit leisten. Sind ganz nett, es gibt ja sonst keine Boni hier. Ich habe schon ungefähr 11. Oh. Bonjour.
Natürlich. Richtig aus. Nun, Olivier will sie wohl kennenlernen. Wie aufregend. Suivez-moi. Na dann. Oberstes Stockwerk, nicht schwer zu finden. Aber der Rest des Gebäudes ist für Neulinge verwirrend. Deshalb hat unser Tool-Team eine tolle Karten-App entwickelt. Auf ihrem Kommunikator. Ich habe Oliviers Büro schon eingegeben. Das finden sie leicht. Jo. Vielleicht werde ich mit euch auch noch hacken. Kommt ganz drauf an. Vielleicht werde ich alles so gleich zwei Parts hintereinander mit Hack-Programm machen. Aber so. Hallo? Hi? Test, test. Ich bin nicht da. Nö, ich bin nicht da. Hier ist John aus der IT. Interessiert mich nicht. Wir kennen uns schon. Ich hab schön für dich. Ich kenne dich aber nicht. Art, Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Ich mach den ganzen Technikkram. Hast du eine Minute oder... Ah, verdammt. Der Tracker zeigt an, dass du auf dem Weg zu Oliviers Büro bist. Ah, okay. Ich piep's dich an, wenn du fertig bist. Ich muss dich um was bitten. Ich habe noch 4 Minuten 30 Zeit, also von daher laber mich nicht an. Bonjour. Gehen Sie rein. Er erwartet Sie schon. Dann soll er mir aufmachen. Danke. Jetzt kennen wir uns. Fett Arsch. Naja, solange du mir nicht ausdrücklich befiehlst, es aufzugeben, möchte ich unser Flaggschiff nicht gefährden. Edward Kenway ist... Aber so hat Hollywood auch einmal angefangen, oder? Mit Piratenfilmen. Douglas Fairbanks, Errol Flynn. Und jetzt haben wir Zugriff auf das echte Material. Wait, wait. Ganz genau. Wir besprechen das alles bei der Aktionärssitzung. Gut. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Mach's gut, Leticia. Salut! Hey, danke, dass Sie kommen konnten. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Also, ich habe Ihre Daten überprüft. Ziemlich starker Topak. Offenbar müssen wir noch ein wenig daran rumfeilen, um es familientauglich zu machen. Geben wir etwa doch die Stimme von James Bond oder so etwas. Mehr Richtung Schürzenjäger. Eine schöne Stadt, nicht? Mhm. Der Hauptgrund, warum ich Sie kommen ließ, betrifft diesen Ort namens Observatory. Er wurde bereits mehrmals in Ihrem Material erwähnt. Und ich möchte Sie bitten, alles daran zu setzen, diese spezifischen Erinnerungen so schnell wie möglich zu finden. Wenn es nach mir ginge, on s'en crisse, ist die Mühe nicht wert. Aber ein paar hohe Tiere von Abstergo Industries legen viel Wert darauf. Also, folgen Sie Hinweisen und hoffentlich können wir da... Oh, das Telefon. Da muss ich rangehen. Wir sehen uns später. Bonne journée. Alan, bonjour. Na dann, verpiss dich. Natürlich. Jetzt kommt sicher noch ein Telefonat. Das nehme ich mit. So, hier raus und jetzt. Hi, John aus der IT. Genau. Nochmal. Hast du eine Sekunde? Nö. Ich setze einen Wegpunkt auf deiner Karte. Also, eine Kollegin von dir ist seit heute im Urlaub und hat vergessen, dass sie mir noch ein Video schicken wollte. Mit allen anderen auf der Etage komme ich nicht klar. Ich habe gehofft, du hilfst mir. Kannst du die Datei von ihrem Computer kopieren und dem Kurier geben, wenn er kommt? Ist ganz einfach. Du gehst nur zu ihrem Animus rüber, loggst dich ein und überträgst die Datei. Easy. Und beeil dich bitte, bevor ich einen Grund finde, dich auch zu hassen. Na dann. Dann hass mich ruhig. Aber dann würde ich sagen, hier im Lift beende ich den Part und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tüdelö.